Hallo Gatmo Freunde, in diesem Video geht es um diese Frucht, eine Kaki. Ich behandle hier aber auch im Video die Pflanze, den Baum. Los geht's! Floll. Genau, die Kaki-Pflanze, der Kaki-Baum, heißt botanisch Diospyros Kaki. Alternative Namen sind Honigapfel, Persimmon und Charon. Der Gattungsname Diospyros heißt so viel wie Götterfrucht und Götterspeise. Die Gattung wird seit sehr langer Zeit angebaut, in China schon seit über 2000 Jahren. Genau, Diospyros Kaki wächst baumartig bis zu einer Größe von 10 Metern. Schaut jetzt so ein bisschen aus wie Apfelbaum, dichtlaubig, rundliches Laub. Wenn jetzt der Schnittfloh die richtigen Bilder einfügt, dann sehen wir das auch. Diospyros Kaki hat eine sehr schöne Rinde, wie ich finde, und scheint optisch auch sehr attraktiv auszusehen. Genau, der Kaki-Baum ist auf jeden Fall sommergrün. Dieses Bild zeigt es jetzt ein bisschen mehr magnolienmäßig, finde ich jetzt. Auf jeden Fall hat er das Laub bis November, dann hat er einen Blattfall. Vorher zeigt er nochmal das Laub in einem wunderbaren Rot. Er hat also eine wunderbare Herbstfärbung und danach, nach diesem Blattfall, haften auch die Früchte noch sehr. Die Blüten der Kaki sind tatsächlich ein bisschen unscheinbarer, wie man jetzt so hier sehen kann. Sie treten meistens so im Mai auf, im Frühsommer kann man sagen. Interessant bei Diospyros Kaki ist auf jeden Fall, dass die Pflanzen sowohl einhäusig, aber auch zweihäusig vorkommen. Ganz abgefahren, es gibt rein männliche und rein weibliche Individuen, aber auch Individuen, wo beide Blütenformen drauf sind. Das ist wirklich abgefahren bei Diospyros Kaki. Genau, die Früchte, die dann auftreten, sind eben diese Kaki-Pflaumen, werden sie auch genannt, oder Honigapfel, oder Persimmon und Charon. Das sind auf jeden Fall tomatenähnliche, große, apfelgroße Früchte. Meiner Meinung nach sind die botanisch auch eine Beere. Geschmacklich süßlich, ein bisschen so Aprikosenaroma, aber auch herb durch Tannine und so ein bisschen pelzig. Meiner Meinung nach ist auch die Charon oder Kaki auch eine klimakterische Frucht. Das heißt, wenn man sie jetzt so hart, knüppelhart, wie ich sie auch gekauft habe, neben Äpfel liegt, die auch Ethylen ausstoßen, dann reifen die nach. Die Wissenschaft sagt aber, dass die halt nur weicher werden, ähnlich wie Kiwis. Reif werden die Kaki-Früchte meistens im Oktober, November. Der Anbau von Kaki ist auch in Deutschland möglich. Kaki-Pflanzen können es bis minus 15 Grad Celsius ganz gut aushalten. Der Kaki-Anbau ist in geschützten Lagen möglich. So habe ich ihn persönlich auch schon in Stuttgart gesehen, in einem Vorgarten. Ich fand es sehr nett, hat eine schöne Herbstfärbung jetzt im Herbst gehabt und hat sehr dekorative Blüten gehabt. Der Hauptanbauer globalmäßig ist halt auch China, Korea und Japan, und die produzieren alleine 90% der Weltproduktion. Die Kaki-Früchte sind gesund. Sie sind reich an Tanninen, Carotinoiden, Flavonolen und Anthocyanidinen. Und das heißt, sie sind insgesamt cholesterinsenkend, blutdrucksenkend, haben eine antikarzinogene Wirkung und eine antioxidantische Wirkung. Und es ist eigentlich ein Superfood, wird sehr gerne in der Rohkost verwendet. Und deswegen beiße ich für euch in diesem Video rein. Ist jetzt nicht so ganz weich geworden, liegt nicht lang genug. Super. Super saftig, aromatisch, wirklich dieses leichte Aprikosen-Marillenaroma, süßlich, sehr delikat. Ich esse die wirklich sehr, auch roh, wie so ein Apfel. Kann man aber auch ganz gut in einen Obstsalat reinmischen. In Japan gibt es noch speziell dieses Trocknungsverfahren, da werden die gehäutet und dann so aufgehangen an der Schnur, zwei Stück. Und dann ist es eine wahnsinnige Delikatesse in Japan, wird dann einfach nur zu Reis gegessen. Habe ich euch ein paar Bilder rausgesucht. Mögt ihr Kaki? Habt ihr schon mal eine Kaki gegessen? Wie esst ihr eure Kaki? Schreibt es mir in die Kommentare.
Das ist das Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt kommen ab 1. Dezember die Adventsvideos. Ich habe ja diesen Adventskalender, wie man jetzt hier im Hintergrund sieht. Und da öffne ich jeden Tag eine Saatguttüte und rede über die Pflanze, die da drin ist. Und ihr könnt am Ende dieser Adventszeit diesen ganzen Adventskalender auch gewinnen, indem ihr einen Kommentar schreibt. Ich bin gespannt, wie das funktioniert mit diesen Adventsvideos. Es ist auf jeden Fall aufwendig, 24 Videos zu bringen und auch jeden Tag hochzuladen und auch zu veröffentlichen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Auf jeden Fall sehen wir uns nicht am nächsten Sonntag, sondern schon am Samstag, am 1. Dezember. Seid gespannt, habt bis dahin eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Tschüss!